Spartan-Log. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Team Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Halsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Halsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Halsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dahmer. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartan Lock. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren. Ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Lock, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Eine Runde zu einem neuen Let's Play zu Halo 5. Jo, wir haben uns ihr Versprechen gehalten. Ah, ne, falsche Taste. Ne, halt, wie geht das? Achso, rechter Stick. Ach du Scheiße. Rechter Stick hier. Das Ganze auf Halo umändern, auf Halo 4, glaube ich. Gucken wir mal ganz schnell nach. Ey, das ist sowas im Standard. Standard. Für den Springer. Wenn du noch links. Ja. Fischstäbchen. Warte. Fischstäbchen. Aktion nachladen, ducken, Waffen wechseln, genau, Granate werden, Waffenfeuer. Das ist auf Standard.
Ja, perfekt. Okay, Blicke. Ja, tut mir leid, liebe Leute, wir müssen noch hier ein bisschen umstellen. Warum hatte ich hier Vibrationen? Vibration aus, ich hasse das. Ich hasse das. Zum Drücken gedrückt halten? Nee, mach ich aus. Nein. Was? Sprinten? Beibehalten? Wir werden nicht auf uns warten. Wir sollten uns beeilen. Ja, wir gehen ja gleich los. So, na gut. Let's go, würde ich sagen, oder? So, ich bin hier den guten alten Sergeant Luke und du bist... Buck. Was, du Käfer? Ja, genau. Nee. Also, Locke kennt man ja, den ist ja wohl raus, man den kennt, glaube ich. Ja, der Halo Nightfall. Genau. Und mein, der Buck kennt man aus Halo 3 ODST. Das ist geil. Die anderen beiden weiß ich nicht, woher man die kennt. Ich glaube, die sind nur so hinzugefügt worden. Ich habe keine Ahnung. Wieso nicht? Ja. Die Schlägerei. Weil beim Sprint habe ich festgestellt, wie sehr die Waffe jetzt hin und her schwingt. Oh, mein Platz hier. Out. Alter, wie cool ist das denn alles? Ja, eigentlich wären wir jetzt zu viert, aber dadurch, dass heute der Release-Tag ist, also gestern war der Release-Tag, egal. Es sind eigentlich zu viert in der vierten Folge mit dazu. Wir wollten uns verraten, was, weil wir dachten, ach so, ja, wir sind eh vier Leute, wird eh vier Coop sein. Wow. Wir können die beiden ja schon bis zur vierten Folge, also bis dahin schon spielen eigentlich. Und wir schon. Okay, was gibt's denn hier? Kann man schon sein. Scheiße. Keine Ahnung, das ist einfach nicht so. Feuer frei! Hoch auf die Klippen hinterher! Ja, Chef! Alles klar? Was ich jetzt geil mitgekriegt habe, muss man drauf achten, wenn du mit dem Ding schießt. Was? Auf Feinde. Musst du mal drauf schießen und auf die Schüsse achten. Die verfolgen einen, oder? Ein Riss in der Wand. Wir könnten hindurchstürmen. Batz! Knack, knack. Ja. Voll, du siehst immer noch wie das ODST aus. Ich muss sagen, läuft. Tatsache! Romikianer von allen Seiten! Wir könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Echt? Ja, hab ich vorhin eigentlich schon gesagt. Ja, da habe ich schon auf 5 hier Dinger runtergestellt. Du hörst doch eh über deine Kopf. Nee, halt. Nee. Hehe, nichts gesagt. Aber ich habe cool gefunden, die Waffen werden jetzt hier so schön angezeigt. Was ich cool gemacht finde, ist einfach das Ziel. Batz. Vorsicht, Soldaten in der Nähe. Ja, die haben mich gepuncht, ey. Schon, dass du jetzt mit jeder Waffe zielen kannst, selbst mit der Schrotflinte, mit dem Sturmgewehr. Ja, haben sie richtig nice gemacht. Ist richtig geil gemacht. Also mit den Springen und so weiter muss ich noch alles klarkommen. Ah, eine Luftgedrücktheit am Bodenstand. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Oh, jetzt bin ich tot. Gut. Nein, du bist nicht tot. So weit kommt's aber noch. Keine Sorge, Leute. Ich bin in der Ecke. Geil. Das Viech ist ein. Glaube ich, es kommt drauf an, was dich genau trifft. Das kann gut möglich sein. Yeah, das hat es noch richtig nice gemacht. Scheiß. Hä? Den habe ich meinen abgeschossen gehabt. Glaub ich. Hey, ich will aufmachen hier. Gut. Ach, das wird zu machen. Aber was uns noch vor der Aufnahme aufgefallen ist, wenn ihr Koop spielt, ihr könnt euch untereinander absprechen, wer welche Figur spielt. Das heißt, der erste Spieler wird nur den Sergeant Luke sein. Das ist geil gemacht. Also da. Das war ja in, zum Beispiel Halo 3 oder so. Ja, Halo 3 war das, glaube ich. Da war der erste, der zweite war. Gebiete. Und 3 und 4 war. Alpha Eliten. Ja. Hä? Sag mal. Ist viel wie mich verarschen.
Jetzt her. Kommst du? Ja, ja, ich hab hier noch was zu erledigen gehabt. Bereit gesichert. Ah, ich hab keine Munition mehr. Gute Arbeit. Viel Schrotflinte. Ich hab im Dossier gesehen, dass Dr. Horzi ihren linken Arm verloren hat. Wann ist das denn passiert? Das war Jewel. Keine Ahnung wann oder warum. Bestimmt nicht wegen eines Streits, sonst hätte er ihr den Kopf abgehackt, nicht nur den Arm. Die Tür ist verschlossen. Na, so. Das fällt der Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Kann man was tun? Ah, cool. Die Artemis kann Blutfiltersysteme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Hui, fein. So ähnlich. Ich konnte Commander davon überzeugen, uns mit Prototypen aus System analysiert. Sieht aus, als wäre da ein Überbrückungsschalter nahe der Decke des Raums. Vorwärts. Wird erledigt. Nehmt diese Position ein. Auf den Weg. Bezogen. Das ist Granaten wechseln. Ah, okay. Ach, da oben müssen wir hin. Lol. Läuft. So. Dank. Mach auf. Mal sehen. Das sollte reichen. Das hoffe ich auch. Was machst du denn da? Das. Aua! Das hat weh. Die Artemis hat's gebracht. Oh, nicht schlecht. Kannst du denn schweben? Guck dir das an. Zielen. Sie greifen die Rückseite des Tempels an. Bring den Kraken. Springen und zielen. Ja, tu ich doch. Passiert nicht. Ja, kannst du nicht nur du machen. Also in die Luft springen, dann ziehen. Siehst du, passiert nichts. Egal. Was für ein Scheiß. Der Bug nur. Da ist der Kraken. Hm. Komisch. Wo ist der Crack? Position halten, wir brauchen mehr Zeit. Ich will nicht wissen, was das ist. Heli zu sprechen, weil. Als Kind war ich für 6 Monate in einem diplomatischen Shuttle eingesperrt, das im All gestrandet war. Der ist tot. Also nutzte ich die Zeit, um mich weiterzubilden. Heute bist du auf den Kopf gesprungen. Unser Ziel ist auf der anderen Seite des Schlachtfelds. Passt auf den Crack now. Damit durch die Linie der Promethane durchzubrechen. Ich will nicht zwischen die beiden geraten. Guck mal rum. Oh, sieht der putzig aus. Sieht der putzig aus. Das ist der Crack? Von dem wir reden. Also der Kraken. Aufbrechen, das müssen wir aufbrechen. Durchbruch! Was haben wir? Oh, geil! Geil! Schreigewehr! Eins. Oh yeah. Schwein. Dafür ist aber das Schießen jetzt viel einfacher gemacht. Nö. Bam. Bam. Ah. Ey, ich müsste jetzt noch was drin sein. Ist da was Schönes? Nein. Hey, der geht nach oben. Hä? Ein Proteaner, der gerade einen Gatling gehabt hat. Ne, was? Eine Gatling, die liegt da unten. Ach, du liebe Scheiße. Prometheaner Gatling. Ich dachte, ich hab grad das Mistgewehr drin. Ist aufgehoben. Ui. Das geht mal. MG? Das ist ein Granatwerfer. Noch schlimmer. Komm her, du Pussy. Surprise. Oh oh. Kann ich wohl lang? Hm? Kann ich wohl lang? Drück Pfeiltaste nach oben und dann wird dir das Ziel angezeigt. Stop. Na komm, hier,
MG-Geschütz. Ich bin gerade hoch. Jetzt nicht mehr. Was? Schrapnellgeschütz. Was für ein Geschütz? Ein Schrapnell? Ich glaube, das ist das Granatwerfer, den du meintest. Schieß mal. Guck mal. Ja, das ist so. In your face, bitch. Da sieht man mein Sergeant Log von hinten. Morsi und der Dama sind irgendwo in diesem Gebäude. Wenn wir alles richtig machen, bringen wir unser Ziel sicher nach Hause und besiegen die Allianz. Alles auf einen Schön Tag. Von hinten. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute. Haben, als ich die das war's jetzt erstmal für die. Hat ihm Anhänger gebracht, als er sich als Blutsvaterprophet aufführte. Julem Dama ist der Opportunist. Hey, die Fresse! Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Version der Allianz zerbrechen würde. Hey, die Fresse, du bist tot. Max, könnt ihr sie noch etwas schneller zerbrechen? Aber hier, Vale hat voll einen geilen Helm, muss ich sagen. Findest du? Ja, finde ich. Findest du, stellt sich zwischen denen. Na gut, liebe Leute, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich ein Däumchen nach oben freuen. Was war das denn? So. B. Der Schub. B hört das hier. Vorsicht, Lock! Entschuldigung. Ich werde was ausprobieren. Ja. Na gut. Also, wenn euch der Part gefallen hat, würden wir uns mega um ein Däumchen nach oben freuen. Schaut mal bei der Berliner Kreativ. Wow. Vorbei. Die nächste Folge wird dann erst übermorgen kommt, das heißt, jeden Tag wird Halo 5 auf die beiden Kanäle erscheinen. Du und ich. Das hab ich doch bei dir auch, oder? Ja, ja. Geht jo. Klar. Jo. Hey, du. Jo. 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 Na gut. Telefon, Hilfe! Also bis denn. Ciao. Tschüss.